Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trainsim World 4. Ich habe mir mal die Semmeringbahn geholt. Und anstatt dass ich die Strecke jetzt mal komplett abfahre und mir die Details anschaue, fange ich doch gerade direkt mit einem Szenario an. Und zwar fahren wir einen Rettungszug und müssen Wanderer auf der Strecke einsammeln, weil die sonst nicht mehr wegkommen. Finde ich interessant, dass die ÜBB das macht, aber ja, das ist jetzt unsere Aufgabe. Das werden wir jetzt auch mal machen. So, machen wir mal die Spaßsysteme mit an. Zu meiner Freude. Das machen wir an. Das doch mal rein. Ich würde gerne nach vorne fahren. Das finde ich Sübe. Widerstand brauchen wir nicht. Zugbeleuchtung ist ein. Ja, okay. So, Vorstellung. Kurz draußen kontrollieren. Schaut gut aus. Das ist eingestellt. Semmering. Alles klar. Ja, und dann... Ah, das gibt's doch nicht. Da haben wir... wo ist der Puffer hin? Sparmaßnahmen oder wie? Bin ja noch keine Minute hier drin. Und ich sehe schon die ersten Sachen. Moin, Kollege. Alles zweite Klasse. Die Reviews sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Was bemängelt wird, ist, dass teilweise uralte Häuser aus TSW-1-Zeiten mehrmals verwendet werden, dass die Szenerie oft Copy-Paste ist oder dann manchmal gar nicht so wie in der Realität ist. Und gerade mit den Wagen, die gerade vorbeigauscht sind, dass es da wohl keine erste Klasse gibt. Das kann ich aber noch nicht bestätigen, weil das habe ich mir noch nicht im Detail angesehen. So, gehen wir davon aus, wir müssen noch kurz warten auf den Kollegen. Oh, mein Scheibenbisch, haben wir da Intervall? Ah ja. Sehr gut. Wagentechnisch ist ja soweit ja auch nichts Spannendes dabei. Ich meine, die Taurus ist jetzt wieder da in einer überarbeiteten Version. Aber nicht neu. Nur, dass es jetzt ein Update bekommen hat, wenn das mal zahlen muss. So indirekt. Das sieht eigentlich auch gut aus. Alles leider. Wie sieht's denn aus? Bevor wir mal fahren. Alles leider sagt nein. Hat nämlich hier drin was getan? Nicht so wirklich. Sieht eigentlich aus wie immer. Nö. Okay. Mensch, ich will losfahren. Ist eigentlich hier noch irgendwie spaßmäßig, was man einstellen kann? Nee. Sifa könnte man noch anmachen. Die bleibt aus. Gut, wir können losfahren. Ups, das wäre vielleicht gerade ein bisschen viel. Über den Ort von Wanderer Annäherung 1. Moment, die holen wir jetzt auch noch von freier Strecke einfach so ab? Also wenn das jemand weiß, ob das tatsächlich mal in der Realität passiert ist, dass die ÜBB in Rettungszug gefahren ist, um Wanderer abzuholen, gerne in die Kommentare reinschreiben, aber das halte ich dann doch für sehr fragwürdig, ob das so passiert ist. So, 80 bzw. 70 dann. Da immer doch mal so. Gut, mit den Umgebungsdetails werden wir jetzt nicht sehr viel sehen mit dem Schnee. Ach nö.
Es ist bestimmt der eine Zug doch vor uns. Und ging schon wieder auf Fahrt. Ja, den fahren wir jetzt hinterher. Oh, 4 Kilometer bis zu dem Punkt. Gewächshaus. Im Winter vielleicht nicht ganz so ideal. Also Semmering bin ich schon sehr lange nicht mehr gefahren. Bezogen jetzt auf TS Classic. Ich weiß nicht, wie da oben die Station in Semmering so aussieht. Und die echte Durchfahrt ist noch viel länger her. Aber ich finde es da ganz witzig, dass auf der Semmering-Strecke hier auch Aufgabe dabei ist mit der Class 47. Und da dachte ich ja, ganz am Anfang, wie jetzt Class 47 auf dem Semmering. Und ist tatsächlich hier mal gefahren. Oder ein paar Mal. Das ist, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, eine Lok, die noch in Ungarn verkauft worden ist und dann jetzt so internationale Fahrten macht. Und ich habe dann auf YouTube mal danach gesucht, Class 47 am Semmering. Gibt tatsächlich Videos davon. Ist ein interessanter Anblick. Jetzt nicht gerade die Lok, mit der du rechnest, wenn du da am Semmering unterwegs bist. Ah, aber das, was ich da so sehe, da war der Baum mit einem Mast drin, okay. Ich kann sagen, es sieht eigentlich so grundsätzlich ganz okay aus. Ist so auf Detailsachen, so wie die Straße da hier. Naja. Ja. 80 angesagt. Semmering ist keine Highspeed-Strecke. Ist aber eh ganz gut, dass wir dann anhalten. Dann haben wir ein bisschen Abstand zu dem Typen vor uns. So, was kann man denn hier Schönes machen? Nicht sehr viel. Ja, das V soll noch mit einstellen. Das geht ja sowieso nicht. Andere Annäherung. Irgendwo da drüben. Hey, Bahnübergang ist zu. Geht nicht erst zu, bevor ich 10 Meter davor bin. Mein Kollege. Das war jetzt auch wieder alles zweite Klasse. Wo ist die erste Klasse? Na, ah, da haben wir sie. Was habt ihr da? Moment. Nee, jetzt muss ich mir nochmal angucken. Aha. Schneide jetzt neu auch im Bus drin. Scheiße! Nein! Ah! Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ah. Super. Habe ich gut gemacht. Ruhe. Zug fahren. Nicht umgucken.
Na. Magst du mich jetzt nicht mehr? Jetzt. Okay. Jetzt springt es natürlich wieder auf Fahrt. Ich sollte es einfach mal lassen, mit aktiver PZB mich umzusehen. Schönes Viadukt hier. Ja, nicht gerade das höchste, aber sieht nice aus. Ja, da vorne ist es. Dann können wir da gleich mal wieder Gas geben. Ja, Leistung. Die Wanderer brauchen uns. Ich glaube, das Haus ist gemein, dass es mehrmals vorkommt. Das habe ich jetzt, glaube ich, mindestens dreimal schon gesehen. Ja. Okay. Okay, das wäre mal das. Hallo, wir sind einige Wanderer in der Gegend unterwegs. Halten Sie bitte möglich an und lassen Sie sich einsteigen. Okay. Ach so, schon da vorne stehen bleiben. Okay. Ich dachte, dass einfach hier so random auf der Strecke stehen bleiben. Aber ja, okay. Premium Service. Und da auch, aber das ist ja ziemlich extrem. Ich meine, hier ist ein Bahnhof. Warum gehen die Wanderer nicht hier zum Bahnhof? Das ist so unlogisch. Ja, 300 Meter entfernt. Ja, also, ich weiß ja nicht. Nimmt das jetzt noch, obwohl ich der Zweite gefahren bin? Also. Jungs. Da. 500 Meter in die Richtung. Jetzt ein Bahnhof. Bestätigen das Makrofon. Okay. Bestätigen Sie das Türen aufmachen. So, bitteschön. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach so. Die Wanderer einmal verschwinden lassen. Ja, alles klar. Okay, ach, da hat es noch mehr. Also, dann holen wir die nächsten auch noch ab.
würde erst gerne gucken, ob die jetzt im Zug drin sind. Nehmen wir das mit der Kamera. Also ich sehe da keinen. Schade. Aber haben jetzt schon ganz gut Steigung hier. Knapp 700 Meter. Schon eine kreative Idee da. Es gibt dann auch noch so ein Szenario, da, ich glaube, Feuersturm oder so heißt es. Also ein Setting, dass man, was ein richtig heißen Sommer ist, man soll ein bisschen vorsichtiger bremsen, damit es keinen Funkenflug oder so gibt und man soll dann aufpassen, ob man nicht irgendwo ein Feuer sieht. Und ich werde dann irgendwo ein Feuer sehen, dann heißt es Fahrt zu Ende. Das werde ich auch noch mal ausprobieren. Jetzt sind einige Mann in der Gegend unterwegs, halten Sie wen möglich an und lassen Sie sie einsteigen. Okay. Wo? Da hinten. Okay, hier steht es wenigstens nicht ganz so doof da. Moin! Nächstes Mal besser planen beim Wandern. So. Und es wird schwarz. Wenn wir mal dann eingeschickt, können Sie die Tür wieder schließen. Alles klar. Noch wer? Sag mal. Können die alle nicht wandern? Kollege? Möchten Sie losfahren? Ah. Es war vielleicht ein bisschen zu viel Schmackes. Grün. Da freut sich das Infrastrukturteam. Hinten gleich wieder 60 schon gesagt. Ah, 70, Entschuldigung. Also, da ist der Bahnsteig. Wieder so 500 Meter plus minus. Hätten auch da hingehen können. Nee, nee, nee. Immer das extra Wüste da. Das müssen die dann selber zahlen, die extra Fahrt.
Hey, ein Haus, was mal anders aussieht. Geht ja. Aber die Fahrt mit der Class 47, die werde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist einfach so absurd, das. Ja, doch, das werde ich machen. Class 47 Semmering. Schauen wir, wie sie sich da so schlägt. Ja, wahnsinnig. Ich habe das Szenario mal ganz kurz gestartet. Ich glaube, das sind eh auch nur 5 EB-Wagen hinten dran. Die, was man, glaube ich, mit der Rheinstrecke bekommt, glaube ich. Naja, wieder Wanderer, wie möglich an. Mach mal. Anderthalb Kilometer. Wisst ihr, was eigentlich noch witzig wäre für Trains im World? So ein X-Rod, so eine Dampfschleuder. Ich habe mir da gerade vor kurzem die in Railroads Online angeguckt. Das glaube ich wäre schon witzig. TSW. Kurz auf einer Bergstrecke. Gotthardstrecken? Hätte ich jetzt schon Bock drauf. Was ist, dass die KI hinten fährt und du musst vorne den X-Rod bedienen? Ah gut, das war ja dann wieder so eine Dampfmaschine, die sie bauen müssen. Dampflokmäßig schaut sie ja momentan leider ein bisschen traurig aus. Noch kurz nach dem Tunnel. Schon wieder das Gebäude. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, da stehen sie ja, die Kollegen. Nee, nee, nee. Bitte schön, einmal einsteigen. Sidele, zumachen. Ja, okay. Jetzt heißt es mal wieder normal anhalten. Grün. Erstmal nur so kurz für Funsies. Sind da doch welche drin? Ich hab's auch alle im gleichen Store eingekauft, hä? Mhm. Warum hab ich denn die zuerst nicht gesehen gehabt? Okay, er hat ein Haarproblem. Ich sollte mal wieder nach vorne gehen, sonst klatscht mir nur wieder eine. Moment, hat jetzt echt gesagt 11 Keimen. Schräg. Sichtig. War schon wieder. Ah. Es ist schon irgendwie dreist. Da wäre der Bahnhof gewesen. Also bis dahin habt ihr. Ach, was soll's. Das Szenario macht so gar keinen Sinn. Also, da kann man nicht vorstellen, dass das mal in echt passiert ist. Ich weiß nicht, wenn du als Wanderer so in den Schneesturm nicht weiterkommst, dann wird es die Bahn auch nicht viel einfacher haben. Was ist denn das?
Moment. Ich weiß, es ist gefährlich. Will jetzt wegen dem Schniesel sein. Da, das nächste. Aber dass die das nicht selber doof finden, wenn dann alle 2 Kilometer das gleiche Haus dasteht? Was mich auf jeden Fall auch nochmal machen, ist mit einem schweren Güterzug hier hochfahren. Ich glaube, das könnte Spaß machen. So Doppeltraktion, Taurus. Ja. Sehe ich. Wahnsinn, das ist echt krass. Oh, wow. Sieht jetzt nicht sehr viel, aber sieht geil aus. Okay. Ich bin mal gespannt, ob oben auch die Denkmalsachen da sind. Ist das mal bei TS Classic ist es nachgebildet? In der Realität steht was da. Mal schauen, was After Games macht. Ich wollte auch schon mal die Mastery-Sachen freischalten. Aber der Mod funktioniert gerade irgendwie nicht mit der Strecke. Irgendwie unsere Spitzensignale machen gar nichts. Es sieht ziemlich weird aus. Aber okay. Gibt Schlimmeres. Moin, Kollege. Ja, aber so grundsätzlich, die Landschaft schaut jetzt nicht so schlecht aus von dem, was man hier sieht. Hm.
Das ist schön. Und schon wieder. Hätte man eigentlich ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn man das aussieht, kann man einen trinken. Na, viel Spaß bei der ganzen Semmering-Strecke. Gar nicht. Wenn ich jetzt hier... Nee, 60. Könnte ich in den Tempomaten dann aktivieren? Oder fährt er jetzt einfach nicht schneller als 60? Doch, der fährt schneller als 60. Habe ich dafür einen eigenen Button? Ah, da. Geschwindigkeitsregler. Wunderbar. Bleib hier angenehmer auf der Bergstrecke. Ah, der nimmt dort die Geschwindigkeit, die ich gerade habe. Interessant. So, geh mal wieder raus, bitte. Sperre Traktion. Hä, warum? Bitte beschleunigen. Dankeschön. Idealerweise jetzt gerade bei 50. Ha! Nice. Okay, dachte schon. Sah gerade so aus, als wird von außen. Nee, der geht nicht weg. Naja, Details. Nice. Es hat schon ein paar schöne Bauwerke hier. Na, wird kantig. Das Haus schon wieder. Ah, vielleicht machen wir das mal. Von der anderen Seite her dann mal fahren, Güterzug, Trinkspiel. Anderthalb Kilometer. Schau mal kurz auf der Karte. Das sind wir die ganze Zeit hier gefahren. Und das wäre hier unten im Flachland. Ist hier oben. Drehscheibe. Nice. Da haben wir ein bisschen Spaß haben hier oben. Und ansonsten. Das untere Ende hier, auch mit Drehscheibe. Und dann haben wir schon fast eigentlich mit der ganzen Bergstrecke. Da geht's dann wieder bergab. Ups. Nicht sonderlich lang die Strecke, aber dafür schön.
Schönen guten Tag. Und jetzt kommt gleich Semmering. Dankeschön. So, komm. Den Verkehrsregler machen wir wieder aus. Wären wir dann oben. Sehr gut. Und eine angenehme Fahrt. Bis auf in einen kleinen Patzer da. Ja, da ist er, der Bahnsteig. So, nun steht's da. Nee, aber Hauptsache die Schienen sind da. Du klatscht mir keine Zwangsbremsung rein. Oh, warum denn? Hätte man da wieder extra Modell bauen müssen. Ah, das ist ein bisschen schwach. Auch das ist ein bisschen schwach. Also, ich weiß ja nicht. Moin. Mit mir. Okay, na ja dann. Einmal aufmachen. Also das ist jetzt... Machen Sie das Denkmal nicht hin, also nee. Also was heißt Denkmal einfach? Ein bisschen Bahnhistorie da. So, müssen wir jetzt noch irgendwo anders hinfahren oder ist es das Ende? Ich schreck jetzt aber nicht alle ein, oder? Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Dünn verriegeln. Mach mal. Danke für die Hilfe heute. Die Wanderer sind froh, dass sie in sicheren, warmen, trockenen Ort sind. Sehen wir uns ein bisschen abgeschnitten haben. Ah, okay, das ist das Ende. Ich meine, zwei von den Gruppen waren keine 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Hätten wir auch da hingehen können. Ich sag's ja nur. Und wenn dann vielleicht irgendwo anders platzieren. Naja, das war jetzt unser erster Eindruck davon, dass Semmeringbahn ist... Also ich habe schon Schlechteres gesehen, ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, dass das eine Hausart 5000 Mal vorkommt, ist halt ein bisschen meh. Aber wir machen jedenfalls nochmal eine Fahrt in Schönwetter, dann vielleicht von der anderen Seite her. Und Wien, Wiener Neustadt, da hinten oben, sollten wir uns dann auch mal angucken. Also dass wir einfach beide große Endbahnhöfe haben. Und ja, mal schauen, was wir sonst noch so anstellen. Und hoffentlich geht dann irgendwann auch der Mod für die Mastery Challenge zum Freischalten. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.